Hallo und herzlich willkommen hier bei So Simple. Mein Name ist Sabine. Ich freue mich, dass du an Bord bist. Heute nähen wir zusammen so einen allerliebsten Hasentassenteppich. Den kannst du wunderbar aus Stoffresten zaubern. Das Schnittmuster kannst du dir gratis in der Nähanleitung auf meinem Blog herunterladen. Bevor wir jetzt starten, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Klick auch die kleine graue Glocke, dann wirst du informiert, wenn ich ein neues Video an den Start bringe. Der fertige Tassenteppich ist 23 x 28 cm groß, also perfekt für eine Tasse und einen Keks. Im Ohr habe ich eine kleine Schlaufe eingebaut, in der der Löffel geparkt werden kann. Du brauchst jeweils 25 x 30 cm Stoff für die Oberseite, für die Unterseite und Bügelvlies H630. Mit dem Bügelvlies habe ich den Stoff für die Unterseite verstärkt. Auf die Rückseite des Stoffs für die Oberseite habe ich den Umriss des Schnittmusters gezeichnet. Die Positionen, an denen ich die Schlaufen annähen möchte, habe ich mit Stecknadeln markiert. An diesen Stellen klebe ich jetzt ein bisschen Wonder Tape, mit dem ich dann zwei Webbandstücke fixiere. Das ist natürlich optional, du kannst die Schlaufen auch einfach weglassen. Das Wonder Tape ist deswegen praktisch, weil es die Webbandstücke an Ort und Stelle hält, wenn ich gleich nähe. Die Webbandstücke sollen übrigens mindestens 1,5 cm breiter sein als die Ohren. Wenn das geschafft ist, entferne ich die Stecknadeln. Anschließend ziehe ich das Trägerpapier vom Wonder Tape und fixiere die Webbandschlaufen da, wo ich sie haben will. Wenn du auch so ein Webband mit Schrift einnähen willst, solltest du darauf achten, dass die Schrift richtig herumliegt. Jetzt kann ich die vorbereitete Oberseite auf die verstärkte Rückseite stecken. An den Rändern um den Hasenumriss herum sollte mindestens 1 cm Nahtzugabe vorhanden sein. Lass mir gerne auch mal einen Kommentar da und schreib mir, wie dir dieses Video gefällt. Ich lese übrigens alle Kommentare und versuche auch jeden zu beantworten. Mir ist deine Rückmeldung echt wichtig, deshalb freue ich mich darauf, von dir zu lesen. Achte beim Zusammenstecken darauf, dass sich die Schlaufen, die du vorher fixiert hast, nicht verschieben. In der unteren geraden Kante lasse ich eine Wendeöffnung von ungefähr 6 cm. Und dann wird einmal komplett um den Hasenumriss herumgenäht. Natürlich mit Ausnahme der Wendeöffnung. Ich starte mit meiner Naht vor der Wendeöffnung und sichere den Nahtanfang, indem ich ein paar Stiche vor- und zurücknähe. Die gesamte Naht nähe ich mit einem kurzen Geradstich. Mit 1,5 bis 2 mm Stichlänge lassen sich die runden Nähte besonders schön ausformen. Zwischendurch lasse ich immer wieder die Nadel im Stoff, hebe den Nähfuß, drehe den Stoff und nähe dann weiter. So komme ich am besten um die engen Kurven herum. Wenn dir meine Nähanleitungen gefallen, komme ich doch auch mal auf meinem Blog besuchen. Da findest du jede Menge ganz einfache und wunderschöne Nähideen. Und wenn du schon mal da bist, solltest du dich auch für meinen Newsletter eintragen. Der kommt zweimal die Woche, ist natürlich gratis und versorgt dich mit Anleitungen, Schnittmustern und Neuigkeiten aus der Nähwelt. Übrigens habe ich speziell für Einsteiger eine Serie von kostenlosen Willkommensmails eingerichtet. Die können dir gerade am Anfang das Nähen wirklich erleichtern und dir viele Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, mit denen du direkt mit richtig viel Schwung ins Nähen starten kannst und keine Bauchlandung machst dabei. Ich verlinke dir die Anmeldeseite für die Willkommensmails natürlich auch in der Infobox unter dem Video. Du siehst übrigens, dass ich hier an diesen ganz engen Kurven die Nähgeschwindigkeit extrem drossle. Ich nähe wirklich ganz langsam, hebe immer wieder den Nähfuß und lasse dabei die Nadel im Stoff. Dann bekommt man wirklich eine schöne gerundete Naht hin. Also ein bisschen Geduld ist hier an diesen engen Kurven echt gefragt. Vor der Wendeöffnung vernähe ich dann die Naht wieder. So sollte das jetzt aussehen. Anschließend schneide ich den Hasen aus und lasse dabei 3 bis 4 mm Nahtzugabe stehen. An diesen ganz engen Kurven knipse ich die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht ein. Dadurch lassen sich diese Stellen besonders gut ausformen. Wenn du meine Nähtipps gerne magst, dann folg mir doch auch bei Instagram.
Da teile ich regelmäßig meine Hacks und Ideen. Ich habe nämlich immer mehr Ideen, als auf dem Blog Platz haben. Natürlich gibt es neben Nähtipps auch Anleitungen und witzige Nähvideos. Schau also mal vorbei, ich freue mich auf dich. Im Bereich der Wendeöffnung schneide ich die Nahtzugabe so weit zurück, dass sie mindestens noch einen Zentimeter breit ist. Die engen Kurven knipse ich noch ein bisschen ein. Und die Ecken, da schneide ich die Nahtzugabe diagonal zurück. Achte beim Einknipsen darauf, dass du die Naht nicht beschädigst. Du bist auf der Suche nach einem weiteren Nähprojekt? Dann klick dich doch mal in meine Playlists hier bei YouTube. In den Playlists habe ich schon alle Anleitungen nach Themen vorsortiert. Und ich wette, dass da ein paar coole Nähideen dabei sind, die dich zum Nachnähen inspirieren. Jetzt kann ich den Hasen durch die Wendeöffnung auf rechts wenden. Mir hilft dabei zum Beispiel eine anatomische Pinzette. Super für die Rundungen ist auch ein ganz normaler Holzlöffel geeignet. Anschließend wird der Hase einmal ordentlich ausgeformt und übergebügelt. Die Nahtzugabe bügle ich dabei einen Zentimeter nach innen um, damit unten so eine gerade, schöne Kante entsteht. Zum Schluss steppe ich den Hasen knappkantig mit einem längeren Geradstich ab. 3,5 mm ist eine super Stichlänge und sieht schön gleichmäßig und professionell aus. Die Steppnaht verläuft einmal rundherum und schließt gleichzeitig die Wendeöffnung. Und dann ist das Häschen auch schon fertig. Gefällt's dir? Also, ich find's echt richtig niedlich. Das Häschen hat übrigens gerne Gesellschaft, also mach ruhig ein paar mehr davon. So ein Tassenteppich ist ein schönes Mitbringsel für Freunde und Familie, nicht nur zu Ostern. Bei dieser Steppnaht ist ein Abstand von 2 bis 4 mm von der Stoffkante entfernt total okay. Orientier dich einfach an den Abständen auf deinem Nähfuß. Das klappt meistens am besten. Hier kommt übrigens noch ein Tipp am Rande, wenn du merkst, dass du die Naht beim Bügeln noch nicht komplett ausgeformt hast. Du kannst der Naht beim Nähen oder während du nähst mit der Pinzette ein bisschen auf die Sprünge helfen. An ganz engen Stellen hilft übrigens auch sehr gut, eine Stecknadel die Naht noch ein bisschen rauszuziehen. Der Tassenteppich ist auch ein super Projekt für deine Stoffreste. Du kannst dafür zum Beispiel Kassenbon-Patchwork verwenden. Als Schwänzchen macht sich so eine Mini-Bommel gut. Die habe ich einfach von der Bommelborte abgeschnitten und mit ein paar Stichen per Hand angenäht. Und damit das Häschen sich auch freut, bekommt es eine Möhre von mir. Ich hoffe, du hattest beim Zuschauen genauso viel Spaß wie ich beim Nähen. Dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!